Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin die Miri und wir sind zurück in der Wüste mit unserem Hans. Heute nicht auf dem Chaoshof gelandet. Ja, wir sind in der Wüste. Wir werden auch gleich in die Minen gehen. Ich möchte nur einmal kurz bei Sandy vorbeischauen. Hallo Sandy, ich hätte hier eine Blume für dich. Oh, ich liebe es, Geschenke aus dem Tal zu bekommen. Ich bin so glücklich. Hier ist es immer sonnig, sogar im Winter. Eigentlich ist es ein wenig zu heiß für meinen Geschmack. Meine empfindliche Haut leidet in der Sonne ziemlich schnell. Wir werden vielleicht einen anderen Mal wieder ein bisschen Saatgut besorgen. Ich möchte jetzt heute wirklich in die Minen. Ich möchte einfach rausfinden, ob ich mittlerweile etwas besser gerüstet bin für diesen Wahnsinn da unten. Hier haben wir aber auf jeden Fall noch eine Kaktusfrucht und eine Kokosnuss. Sehr gut. Puh. Und dann werden wir jetzt schon mal gleich zu Beginn hier etwas Kaffee, also einen dreifachen Espresso trinken. Mit dem Essen, das machen wir in dem Moment, wo wir es brauchen. Oh Mann. Also, wir können gespannt sein, wie es heute hier unten ablaufen wird. Hier noch erfreulich wenig Monster hier unten. Aha, da haben wir schon das erste. So, uns erwartet hier eine Mumie. Ihr erinnert euch vielleicht, dass beim letzten Mal habt ihr uns die Mumie ganz schön fertig gemacht. Diesmal wird das etwas anders ablaufen. So, jetzt müssen wir hier einmal eine Bombe platzieren und zwar schnell in Sicherheit bringen. So, die Mumien kann man nämlich nur zerstören. Also endgültig zerstören, indem man die Bomben daneben platziert. Andernfalls werden die einfach wieder auferstehen nach einer Weile. Das ist sehr unschön. Okay. Ja, na, das lief doch schon mal eigentlich ganz gut. Habe ich jetzt da oben das eigentlich entfernt? Ja, habe ich. So, dann gehen wir eins tiefer. Aha. Da kommt schon mal gleich eins von denen da. Rückstoß ist ganz gut, aber er hat uns trotzdem erwischt. Das ist schlecht. Und da kommt der nächste. Okay, den haben wir auch, aber wir müssen jetzt was essen. Wenigstens mal eine Algensuppe. Und hier oben gibt es schon mal Eisen, das ist sehr schön. Kein Weg nach unten bisher. Da ist er. Oh Gott, wie viele Minen sind denn das? Und ein Geist haben wir auch noch vielleicht dabei. So, dann muss ich jetzt hier einmal eine Bombe zünden. Oh, scheiße, ey. Das ist jetzt gerade ein bisschen viel für mich. Sehe ich schon. Moment, ich werde mal kurz ein bisschen ausweichen. Eine Wurzelplatte essen. Und dann muss ich wieder in den Angriff. So, den haben wir schon mal. Ich höre doch hier schon wieder die ganze Zeit die Geräusche von diesen ekelhaften, widerlichen Dingern. So, jetzt brauche ich wieder eine Bombe. Also der Bombenverbrauch ist schon ganz ordentlich. Wir haben ja noch die anderen zum Glück. Die Mumie kommt nicht so richtig voran. Gut, da kommt wieder einer, der mich richtig ärgern kann. Glück. Also es läuft auf jeden Fall schon mal besser, würde ich mal so sagen. Das haben wir schon ganz anders erlebt. Den haben wir. Jetzt muss ich allerdings auch wieder was essen. Ich nehme mal noch eine Algensuppe. Und direkt noch eine Algensuppe hinterher. Ist das aufregend hier unten. So, diesmal werden wir eine große Bombe zünden müssen, also muss ich noch weiter weg. Wir können nämlich auch Schaden nehmen von diesen Bomben. Wir haben einen Bergarbeiter-Leckerbissen aufgenommen. Das finde ich ziemlich cool. Plus 3 Minenarbeit, plus 32 Magnetismus. Das ist
Sehr gut. Ja. Hier haben wir alles. Und hier gibt es viele Schleimis. Schleimis haben wir ja auch schon festgestellt, dass die durchaus ein Problem für mich werden können. Ja, Knochenfragmente? Okay. Okay, die Schleimis hier wieder. Die Schleimis machen mich wieder fertig. Den ersten haben wir. Ah, mach sie kaputt, Hans. Mach sie kaputt. Noch einen. Ah, gut. Eigensuppe. Und dann geht's weiter. So, einmal den Pilz hier aufnehmen, dann den Quarz. Dann, oh Gott, der da hinten, den triggern wir auch gleich. Gut, wir machen jetzt erstmal das hier weg. Dieses Teil da oben, das können wir auch komplett vergessen hier. Den kann man nicht wegmachen, wie ihr seht. Der kann mir nur Schaden bereiten. Hat er jetzt angehalten? So. Und da habe ich ihn getriggert. Ist gerade ein bisschen eigenartig, wie der sich bewegt hat. Oh Gott. Okay, stopp, stopp, stopp. Den haben wir. Jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Scheiße. Scheiße. Oh nein! Jetzt haben die mich schon wieder erwischt. Das gibt's doch nicht. Ruhig, übertreib's jetzt nicht. Ich bin schon wieder hier gelandet. Also irgendwie die Wüste und ich, ne? Das ist irgendwie nicht mein Ding. Hat mich 1000 Gold gekostet, drei Gegenstände. Stoff, Quarz, gebratene Pilze. Gut, das ist jetzt nicht das große Drama. Hätte schlimmer sein können. Wir sind. Oh, was haben wir denn hier? Ein Neugierdeköder erhöht deren Chance, seltene Fische zu fangen. Das ist ja interessant. Und ich habe hier auch eine geheime Notiz, die werden wir uns jetzt erstmal anschauen. An guten Tagen habe ich ein paar nützliche Sachen in den Mülleimern gefunden. Manchmal findet man hinter der Kneipe auch das Gericht des Tages, frisch sogar. Für den Nachtisch sehe ich bei Familie Malner im Mülleimer nach. Schätze gibt's beim Schmied und im Museum. Okay, ich brauche was zu essen. Ich würde mal sagen, eine Algensuppe dürfte jetzt erstmal reichen. So, damit sind wir jetzt wenigstens mal aus diesem extrem roten Bereich raus. Ja, das war nicht so gut am Ende. Kaufe Hecht einmal zum dreifachen Marktpreis. Bitte direkt zu mir liefern, sagt Ken. 300 Gold. Ja, das war heute wieder nicht so, wie ich das gerne hätte. Unschön. Ich habe jetzt auch nichts, was ich verschenken könnte. Dafür bin ich nicht wirklich vorbereitet. Ja, ach, die Wüste und ich. Ja, diese Wüstenmine, die macht mich schon ganz schön fertig. Ich meine, wir haben jetzt schon noch ein paar Sachen gefunden, die recht interessant waren. Also dieser Neugierdeköder zum Beispiel. Ja, ich meine, ansonsten war es jetzt noch nicht so berühmt. In den tieferen Lagen der Mine gibt es natürlich auch tolle Sachen. Ich meine, das Frustrierende für mich ist natürlich, ich habe das ja auch alles schon mal geschafft. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich immer gefailt hätte in der Mine, sonst wäre ich nie so weit gekommen, wie ich mal gekommen bin. Naja, aber irgendwie scheine ich im Moment da nicht so richtig klar zu kommen. Man kann auf jeden Fall festhalten, es lief besser als beim letzten Mal. Das auf jeden Fall. Wir sind ja schon ein bisschen weitergekommen. Gut, es waren jetzt auch nicht so viele Monster auf einmal meistens. Aber das muss noch besser werden. Das können wir auf jeden Fall mal festhalten. So, dann machen wir das Essen hier noch wieder rein. Vielleicht muss ich auch einfach noch besseres Essen craften, um das besser hinzubekommen. Meine, das ist ein Angelgerät. Gut, wir haben jetzt im Moment da eigentlich keinen Bedarf.
habe ich denn das Zeug eigentlich hin, ne? Habe ich denn meine Gießkanne jetzt abgelegt? Da habe ich jetzt irgendwie überhaupt keinen Acht drauf gegeben. Ach, hier ist es. Okay. Okay, wir machen das Angelgerät erstmal hier rein. Und dann werde ich jetzt zum feierlichen Abschluss des Tages hier nochmal ein paar Bäume weghauen. Wenigstens eine Sache, die wir können. Das lief nicht so gut. Ja, ich meine, ich hätte kurz vorher, ich hätte, glaube ich, die Möglichkeit gehabt, noch was zu essen. Ich war nur einfach nicht schnell genug. Deswegen. Ja, gut. Also, wir lernen, wir müssen noch mehr essen. Und wir haben tatsächlich alle Bomben verbraucht. Das ist ja auch wirklich mal eine Leistung, ne? Also alle von den Kleinen. Lalala, lalala. Achso, die Bombe, die muss ja auch noch mit hier rein. Weitere Bomben kann ich natürlich craften aus Kupfererz und Kohle. Auch die größeren kann man natürlich craften. Sind aber halt auch nicht ganz billig. Also ich bevorzuge schon, die Sachen zu finden. Ne? Achso, ich wollte ja vielleicht noch ein paar Mayonnaise-Maschinen herstellen. Holzstein, Erdkristall, Kupfer. Gut, Kupfer haben wir. Wir können auch gleich noch ein bisschen mehr herstellen. Dann. Was war das jetzt? Holz, Erdkristall. Ich habe echt kein Gedächtnis. Stein und Kupfer. Die Erdkristalle haben wir hier. Also wenigstens zwei mehr hätte ich gerne von den Mayonnaise-Maschinen. Dann werden wir die beiden Barren hier noch einschmelzen. Das hier kommt hier hin. Das hier kommt hier hin. Ja, und dann stellen wir hier mal noch ein bisschen mehr Mayonnaise-Maschinen hin. Bei der Gelegenheit werde ich das Ganze auch noch gleich ein bisschen umorganisieren. Also, 1, 2, 3. Vielleicht könnte man halt auch noch eine weitere. Ach, ich weiß noch nicht. Ich mach's jetzt erstmal so. Und dann mal 5 Eier da rein. Okay. Naja, ja, wenigstens kriegen wir ein bisschen was verkauft. Da ist der Kupfer gerade fertig geworden. Und wir gehen mal schlafen. Es wird Zeit für uns. Uns nach diesem anstrengenden und, naja, semi-erfolgreichen Tag wieder ins Bett zu begeben. Oh, was passiert jetzt? Hahaha. Okay.
Ja, das, was die Hexe gerade gemacht hat, ich zeig's euch gleich. Das hatte ich schon mal so ein bisschen angedeutet. Also die Hexe kann halt auch ab und zu mal vorbeikommen und die macht halt ihr so einen Schabernack, nenne ich's mal. Immer wieder eine Kaktusfrucht. Was gibt's denn heute so? Wettervorhersage, morgen ist wieder sonnig. Was ist denn hier los, Mann? Ich will Regen. Die Geister sind heute wieder gut drauf. Hier eine kurze Erinnerung bezüglich der Fische, die man nur im Sommer finden kann. Goldmakrelen in den Flüssen der Wälder am Tag. Regenbogenforellen in den Flüssen der Wälder und den Bergen am Tag. Kugelfische am Ozean am frühen Nachmittag. Und Oktopusse im Ozean am Morgen. Schnapp sie dir, solange sie da sind. Ja, heute hat Gas Geburtstag. Moment, wir brauchen erstmal die Köder. Also, was hat die gute Hexe jetzt an unserem Hühnerstall gemacht? Wir gehen da kurz rein. Sie hat uns ein Schatten-Ei, also eins von diesen, wie nennen sie sich? Schatteneiern. Genau, davon hat sie uns eins reingelegt. Das ist eine von den Möglichkeiten, wie man ohne es zu kaufen an diese Schatteneier rankommen kann. Natürlich nicht, dass sie uns das jetzt erst bringt. Wenn sie das vorher gemacht hätte, hätten wir das gar nicht erst kaufen müssen, sozusagen. Naja, aber so ist es jetzt. Wir haben jetzt also ein weiteres Ei von der Sorte. Wir machen mal eins hier rein. Eins würde ich verkaufen. Dann haben wir hier ein bisschen Mayonnaise zu produzieren. Wir haben erfreulicherweise auch unsere Hasenpfote. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir die brauchen konnten. Ja, heute hat das Schaf auch was, habe ich richtig gedacht. Aber jetzt erstmal zu den Kühen. Die hat heute wieder nichts. Die hat noch nichts. Aber die Kuh hat was. Ja. Wo ist meine Schere? Hier. Ach ja, wir brauchen wieder etwas Käse. Ich denke, dass wir heute auch wieder nicht so viel machen werden. Wir hatten jetzt etwas davon. Können wir wieder was machen? Ja. Ich werde mal ein bisschen Stoff verkaufen. So viel werden wir sowieso nicht brauchen. Ja. Und die Eier, die kommen da rein. Das verkaufe ich. Das kommt woanders hin. Das kommt hier rein. Allmählich wird es kompliziert, ne? So, das wird verkauft. Das Ei verkaufe ich. Die Kaktusfrucht auch. Und das Stöckchen mache ich mal hier rein. Dann haben wir hier noch ein bisschen was. Hier haben wir noch ein bisschen was. Da gibt es nichts weiter. Ja, und hier. So. Dann auf zu unserem Garten. Oh, ich sehe schon. Und da ist ganz viel fertig geworden. Heute wird wieder ein guter Verkaufstag. Heute gibt es eingelegte Kartoffeln. Wer mag sie nicht? Was machen wir denn als nächstes? Ist die große Frage, ne? Ich mach mal mit den Lachsbeeren weiter. Davon haben wir so viele. Nein, nicht essen. So, das hier hätten wir. Dann ist ein bisschen Honig fertig geworden. Oh, schaut mal. Der Mohn ist auch schon fertig. Einer bleibt stehen, wie immer.
Der Rotkohl ist fast fertig, sehr schön. Wir müssen allerdings gießen und ich bezweifle ein bisschen, dass das Wasser in der Gießkanne ausreichen wird. Daher kurz aufgefüllt, dann geht's los. So. Hier was rein in die Blumentrube. Können wir endlich mal wieder was unterbringen? Ja, viel allerdings jetzt auch nicht. Ich mach mal das noch dazu. Und das hier. Da kommt das Radieschen rein. Und was werden wir denn jetzt da oben mal noch reinmachen? Am besten machen wir irgendwie Wein, ne? Vielleicht mal wieder Erdbeerwein. Das ist bestimmt sehr wertvoll. Okay. Ich sehe schon, da will sie schon wieder einen Baum breit machen. An der Stelle. Das geht natürlich gar nicht. Was sehen wir aus? Zum einen Mohn und zum anderen Rotkohl. So, dann kommt da oben noch ein bisschen Rotkohl hin. So, das dann hier wieder rein. Auch die gemischte Saat. Ins Gewächshaus schaue ich jetzt erstmal nicht. Warte mal, wir haben doch hier bestimmt ein bisschen wilden Honig auch gehabt, oder? Ach, den hat er hier schon reingemacht. Ja. Warum komme ich jetzt hier nicht durch? Ist es so gewollt? Weiß ich nicht. Oder steht mir da irgendwas im Weg? Nee. Gut. Wie immer etwas mehr Trüffelöl. Und hier kann ja auch was rein. Wir könnten auch mal ein bisschen Bier verkaufen, ne? Ja, diesen Baum muss ich jetzt mal unterbinden. Den wollen wir hier nicht haben. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht meinen Gehweg zerstören. Verkaufen, verkaufen. Das hier verkaufen wir. Das nicht. Aber die eingelegten Kartoffeln, die sowieso keiner haben will. Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon für Pierre? 9? Oh, das ist aber nicht so viel. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da fertig sind. Aber wir sind ja schon ganz gut dabei, denke ich. Okay. Das wäre geschafft. Ich würde heute mal zu... Ich wollte gerade sagen, ich gehe vielleicht drunter. Also ich möchte ja... Ich möchte auf jeden Fall zu Pierre. Ich möchte die Blumensträuße bekommen. Und ich werde zu Clint gehen und meine Hacke verbessern. Bei der Gelegenheit können wir die Hasenpfote dann auch direkt mal da abgeben. Bei diesem LKW-Fahrer. Vielleicht sollten wir auch gleich noch mal ein bisschen Gold einschmelzen. Wenn wir jetzt schon so viel verbrauchen. Dann braucht es ja doch immer wieder. Ja. Und wenn wir noch Zeit haben, dann gehen wir noch in die Minen. Moment mal, habe ich irgendwelche Leute, die ich vielleicht beschenken sollte? Ich meine, Clint könnte man jetzt... Vielleicht kommen wir mit dem auf die 10 Herzen. Das wäre natürlich mal etwas, oder? Dann wären wir mit ihm durch. Ich nehme mal ein Aquamarin für ihn mit. Ansonsten... Ja... Die ledigen könnten wir weitermachen. Also wir machen mal mit Lea weiter. Ich nehme was für Penny mit und für Maru. Und wenn ich sie treffe, könnte ich natürlich auch was für Emily und für Hayley mitbringen. Denn sobald die den Blumenstrauß haben, können die natürlich auch wieder mehr Herzen bekommen. Ja. Dabei belasse ich es aber erstmal. Ich
habe jetzt beschlossen, dass ich nicht immer die ganz große Runde machen werde, sondern eher immer mal partiell immer mir so ein paar Leute rausgucke, mit denen ich mich jetzt versuche gut zu stellen, damit das Ganze nicht so ausufert. So. Dann erstmal zu Pierre. Lea. Sehr gut. Hier. Du magst doch bestimmt ein bisschen Trüffel. Oh, das ist genau das, was ich wollte. Danke dir. Ich habe heute Morgen ein paar wilde Früchte gefunden. Entschuldige, ich habe keine mehr übrig. Schau dich weiter um. Ich bin mir sicher, du findest was. Aha. Also, wir brauchen ein paar Blumensträuße. Aha. 1, 2, 3, 4, 5. Wie weit ist denn Lea jetzt mit ihren Herzchen? Lea ist noch nicht so weit. Das geht noch nicht. Ja, na gut. Muss ja auch nicht. Wir müssen ja nicht mit allen gleichzeitig was anfangen, ne? Da ist Hayley. Hayley können wir einen Blumenstrauß geben. Am besten vor Alex' Augen, damit das auch gleich sieht. Das nehme ich gerne an. Danke dir. Tja. Und hier, bitteschön. Oh, das mag ich am liebsten. Ich wusste nicht, dass du auch so empfindest. Ich sollte anfangen, ein paar Bücher anstatt nur Zeitschriften zu lesen. Man sollte neue Sachen lernen, oder? Mensch, die verändert sich ja richtig. Ich schaue mir immer nur die Bilder an. gut, gerade habe ich es gesagt, aber so richtig hat sie sich noch nicht verändert, ne? So, Clint. Erstmal habe ich was für dich. Was hat er gesucht? Dann würde ich gerne was verbessern. Nämlich, oh, ich kann auch einen Stahlmülleimer machen. Würde ich 30% des Wertes zurückbekommen. Hm. Ja, ich werde mal die Goldhacken jetzt nehmen. Ja. Dann gehen wir in die Bibliothek, denn dort wird wahrscheinlich ja Penny sein. Nee. Hätte ich jetzt gedacht. Aber sie ist nicht hier. Merkwürdig. Höchst merkwürdig. Aber ich habe doch die beiden Kinder hier gesehen. Warte mal, hier gibt es auch eine neue Quest. Eine kuriose Substanz, der sucht immer noch nach seinem Ektoplasma. Hey, ich werde ein paar Freunde zu einer Zeremonie zur Steinverjüngung einladen. Aber ich brauche ein paar Kristalle, um die richtigen Energien zu kanalisieren. Könntest du mir dabei behilflich sein? 7 Tage Zeit, um einige Kristalle zu bekommen? Warum nicht? Ein Rubin, ein Topaz, ein Smaragd, ein Jade, ein Amethyst. Das haben wir alles. Das ist gar nicht so schwer. Das ist cool. Hm. Wo könnte sich denn... jetzt haben wir natürlich gerade das Ding nicht mehr. Ah, die beiden sind hier unten. Ja, dann weiß ich nicht, wo Penny heute ist. Ist Penny vielleicht zu Hause? Penny? Das ist auf jeden Fall schon mal Emily, was auch gut ist. Du willst das Ernste angehen? Geht mir genauso. Ich bin irgendwie nervös, du nicht? Hm. Gesunde Ernährung ist mir sehr wichtig. Ich will ein langes und aktives Leben leben. Mhm. Dann gebe ich dir jetzt erstmal ein Geschenk. Dieses Geschenk ist fabelhaft, ja. Okay, Maru sitzt hier. Zufälligerweise. Dann können wir ihr ja auch einen Blumenkohl schenken. Ist das... Oh wow, Hans, das haut mich um. Hm, welche Art Apparat soll ich diesen Sommer erfinden? Wie sieht's denn jetzt aus? Also, ja, wir haben jetzt schon 3 feste Freundinnen, was natürlich echt witzig ist. Emily ist auch schon fast bei 10 Herzen. Nicht schlecht. Ja, Penny. Penny, wo bist du? Nicht hier. Hm. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.